So, weiter geht's heute mit F1 2020 in dem Qualifikationstraining zum Großpreis von Australien mit dem neuen Team und los geht's. Ich habe die KI-Nummer einen Tick hochgestellt auf 93 jetzt mittlerweile. Mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen. Naja. Die Frage ist, wer fällt als erstes raus? Da scheint sowas was zu tun, ein Ferrari auf jeden Fall. So, da kommen wir auch raus. So, heute hat es das Red Bull. 18 Minuten Zeit in diesem Qualifying hier eine gute Zeit zu setzen. Den Red Bull, den werde ich mal ziehen lassen da hinten. Der wird auf jeden Fall eine Weile vor mir stehen. Jetzt Kai fällt jetzt auf 93. Wir sind nebenbei. Mal gucken, ob wir jetzt ein bisschen Realismus reinbekommen, ja, ans Ende des Feldes kommen. Naja. Gucken wir unsere Zeit nachher, was wert ist oder was unsere Zeit wert sein wird. Nee, das war schon wieder. Okay, damit ist der Versuch auch kaputt. Geklärt, okay. Ja, also 24er Zeit soll man eine Sekunde in deinem Ferrari sein. Das wäre. Okay, das würde passen. Mal gucken, wie weit wir. Wo wir dann am Ende final sind. Mein Ziel ist es, irgendwie 15er oder sowas zu werden. Ich wäre schon zufrieden mit. Das ist Zeit, die erstmal zu knacken gilt. Platz 5 hinter den Williams. Ist natürlich nicht gut. Da wir eh außer der Top 10 starten, wenn wir nochmal eine Zeit setzen mit dem mit Rot. Jetzt mal die Zwischenzeit gleich checken, was der vor mir hat.
Fahrer vor mir. Russell is ahead of you. Gap to car in front is 25.9 seconds. Their was? Best lap time is a 1 minute 24.9. Halbe Sekunde. Ja, das ist, was ich meine. Das ist der Realismus, den ich mir selber setzen will. Und das ist nur eine halbe Sekunde. Mit der Zeit sollte man den eigentlich packen. Mit der Zeit sind wir zumindest die Williams hinter uns lassen. Und das ist halt das große Ziel. So, wenn der Renault da vorne mal ein bisschen Gas geben würde, würde ich vorbeilassen, würde das geht auch. Dann. Ah, der sieht auch sexy aus, der Wagen hinter mir. Ja, ich versuche die Zeit noch wieder nach vorne zu bringen. Die Zeit noch ein bisschen. Das wird definitiv eine gute Bestzeit, neue Bestzeit, also das ist nicht, aber eine neue gute Zwischenzeit, die uns momentan vor die Williams bringt, jawohl. Der will jetzt da nicht, will jetzt ein bisschen ärgern. Ups, da kommt noch ein Auto. Ja, dann geh vorbei, Kollege. Das ist ein Alpha. Der möchte. Oh, lass doch vorbei. Geh vorbei, Kimi. Wir fahren auf den 9. Was haben wir jetzt hinter uns? Kia, Alfa Tauri und danach ein Ferrari, okay. Ja, jetzt passt es auch perfekt. Jetzt hängen wir nämlich genau da hinten drin. Und das ist das, was ich meine. Oh, McLaren, Red Bull. Kommt jetzt gleich hinter uns angeflogen. Hier sind wir nochmal in die Box, eine Runde müssen wir nochmal fahren. Fahrer vor mir. Say again, you're breaking up. Jordan ahead, their best lap time is a 1:24.4. Das war ich, Entschuldigung. Ich hatte zwar Probleme schon mal etwas mit der NRA 2019 mit dir gehabt, aber irgendwie dann wollte ich dich jetzt nicht abschießen. 24.4, also muss ich mich um den Ticken verbessern, dann stehe ich zumindest davor. Weil den Teamkollegen zu schlagen wird perfekt. Best lap so far is a 1 minute 24.4. So. Ja, 19. Das ist das, was ich halt meine. Auf einmal immer genau da, wo ich hoffe. Oh, 19. Das ist gut. Das ist ja top. Das ist auf dem Platz ja top. Ein Alpha und zwei Williams hinter uns. Wenn ich jetzt noch mal ein bisschen was nachheben kann, kann ich vielleicht sogar auf irgendwie 17 kommen. Stimmt, wir sind jetzt zwei oder mehr auf der Strecke. So, ich komme sofort wieder. Wir warten immer mit Dampf 5 Minuten, dann fahren wir nochmal raus.
20th in the speed trap, 322.8 kilometers per hour. If you want to know specific information or make certain changes to the car during a pit stop, you can tell me what you want over the radio. Press and hold the radio button to activate the system, and you can either speak the command or select it manually from the radio screen that will appear on the multifunction display. While the radio is active, cycle through command groups with the MFD button. So, dann fahren wir nochmal raus. All clear the garage, please. Car ready to leave. Ich hoffe, ich habe die frischen Reifen drauf, sonst haben wir kein Problem gleich. Weil ich will mich zumindest noch ein, zwei Positionen verbessern. Und dann wäre ich eigentlich ziemlich zufrieden. Ich denke, die Top 10 werden außerhalb der 19. momentan. Drei Autos hinter uns. Das wäre ich zufrieden mit. 4 Minuten 20. Ja, wir haben frische Reifen drauf, sehr gut.
3 Minuten 30 haben wir noch. Flügelchen brauchen wir gerade noch nicht. Die machen wir gleich auf anderen Sets. Los geht's, dann nehme ich immer viele Kurven. 3 uns noch genau zu nehmen noch. Hier ist der erste. Dann ist die Linkskurve, dann geht's noch eine Rechtskurve, dann haben wir es schon. So, dann schauen wir mal. 24-2 müssen wir schaffen. Um zumindest 2 Plätze zu gewinnen. Ein bisschen konzentrieren gerade. Durch mit die Zapper rot. Das sollte mal fast passen. Die 17, da wollte ich hin. Ja, wir brechen ab. Entweder das klappt oder das klappt nicht. Wichtig ist, den Teamkollegen zu schlagen in erster Linie und vielleicht noch ein, zwei Autos hinter sich zu lassen. Das wird mein Ziel sein. Ja, die Zeit sehe ich oben mitgelaufen. Die habe ich euch übrigens eingeblendet, damit ich in meiner Garage gucken muss, wie lange ich noch brauche. Die läuft eigentlich quasi während der kompletten Session mit. Was ich auch sehr gut finde, dann hat man nicht immer einen Überblick, ja, so lange dauert es noch. Ich weiß nicht, wie es in anderen Modi sein wird, das werden wir demnächst sehen. Die Frage ist, wann wir in den Saison-Online-Modus umsteigen. Ob das jetzt schon passieren wird im Laufe des Wochenendes. Upsa. So, Zeit ist abgelaufen, mal schauen, wie es läuft. Da haben sich noch einige verbessert. Mit dem Ende des Qualifyings werfen wir einen Blick auf unsere Top 3. Bottas, Hamilton und Sebastian Vettel. Fürs Erste verabschiede ich mich von Ihnen, aber richtig los geht es ja ohnehin erst morgen. Seien Sie auf jeden Fall mit dabei, wenn es ums Eingemachte geht. Ja, dann fällt die Autos mal verbessert. Rekord eine halbe Sekunde, Grosjean hat sich noch verbessert. Ja, wir stehen tatsächlich doch hinter dem Teamkollegen. Schade, ich habe ein bisschen mehr gehofft. Aber okay, ein Team meinte uns. Zumindest ist das Ziel, was das Team vorgegeben hat, erreicht. Zumindest im Qualifying, wie es im Rennen aussieht, weiß ich jetzt noch nicht, natürlich, ne? So. Gut, dann haben wir das. Mit dem Rennen. Dann machen wir morgen weiter. Wenn dann das der Ladebildschirm mal will.
Das ja. war Pech. Nicht ganz da, wo wir im Grid sein wollten. Aber Kopf hoch, das ist noch nicht das Ende der Welt. Ja, ist gut. Wir kriegen es noch hin. Im Rennen kann man immer noch ein bisschen was rausholen. Oder wir verkacken es komplett. Keine Ahnung. Wir werden es sehen. Gut, dann würde ich sagen, wir haben Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das heißt nämlich morgen um 14 Uhr dann zum Rennen.